Runde 7, wir fahren auf dem Fuji International Speedway. Qualifying soeben abgeschlossen, siehe da, ich bin Vierter. Hätte ich nicht gedacht, ja, weil das ist eigentlich ein ganz gewöhnliches N500-Rennen, bei dem die Autos nicht ganz so easy zu fahren sind auf so einer Rennstrecke, aber hat besser geklappt, als ich dachte. Ich war vorhin sogar zuerst Zweiter, wurde dann aber durchgereicht auf den Vierten. Aber ja, wir fahren insgesamt 9 Runden. Mir fällt gerade ein, Leute, ich muss noch eben meine Reifen verstellen. Ah, jetzt hat das wieder nicht gereicht. Schande. Naja, nicht so schlimm. Fahren wir eben auf den Weichen los. Auch nicht so schlimm. Ja, bei diesen N500-Fahrzeugen ist der Reifenverschleiß nicht ganz so tragisch. Aber wollen wir sehen, wie es läuft. Kommen wir zur Startaufstellung. Ja Leute, es geht weiter. Nations Cup Runde 7 hier im Fuji International Speedway. Ja, kommen wir zur Startaufstellung. Sehr viele Porsche mit dabei. Meiner in dem wunderschönen Rot. Auf der 1 haben wir einen Franzosen im Porsche. Auf der 2 haben wir einen Russen im Porsche. Also sind alles die gleichen Porsche, die 911 GT3 RS. Auf Platz 3 ein Engländer im Porsche. Und auf Platz 4 meine Wenigkeit im Porsche. Mit einer ganz guten Zeit, wie ich finde. Auf der 5 ein Engländer im Porsche. Auf der 6 haben wir einen Schweizer im Porsche. Auf der 7 haben wir einen Italiener im Porsche. Ich könnte das Ganze hier eigentlich auch Porsche Cup nennen. Auf der 8, wer hätte das gedacht, auch ein Porsche von einem Italiener gefahren. Auf der 9 haben wir einen Franzosen im Mitsubishi. Mal was anderes. Auf der 10 ein Südafrikaner im Ford Mustang. Auf der 11 ein Deutscher im Alfa Romeo. Auf der 12 ein Franzosen im Porsche. Und auf der 13 ein Italiener im Alfa Romeo. Und auf der 14 ein Deutscher im Porsche. Wahrscheinlich eher eine Frau, die da fährt, der Lackierung. Auf der 15 ein Franzosen im Porsche. Auf der 16 einen Deutschen im Porsche. Auf der 17 ein Franzose im Porsche. Wie gesagt, sehr viele Porsches hier dabei. Auf der 18 ein Spanier im Chevrolet Camaro. Ja, 18 Fahrer, Leute, es geht los. Bin wie immer gespannt und freue mich auf ein gutes Rennen. Und euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, wie immer. So. Und los geht's. Okay, kein Unfall in der ersten Kurve gehabt, das ist schon mal gut. Glück gehabt, das war knapp. Ich habe mich schon in der Leitplanke gesehen. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen abreißen lassen zu meinen Kollegen da vorne. Aber so schnell ist man wieder dran.
ist das hier eng. Zumindest habe ich einen ganz komfortablen Abstand zu den Hintermännern. Entschuldigung. Ja, es wird ein anstrengendes Rennen. Mal gespannt, wie lange meine Reifen halten. Da ich ja mit dem weißen gestartet bin, blöderweise. Ist wirklich was ich so oft vergesse. Die Reifen nochmal zu wechseln vorm Rennen. Boah. Was ist denn hier los? Oh, das tut mir jetzt an der Stelle mega leid. Warum sind denn die so extrem langsam geworden? Also ich war ja schon beim Anbremsen, aber... So, Dankeschön. Fahre ich sehr gerne vorbei. Bin jetzt erstmal auf dem zweiten. Aber der Drittplatzierte klebt mir an der Stoßstange. Oh, die Reifen. Also ich schätze mal, allerspätestens nach der vierten Runde muss ich reinkommen. Entschuldigt, muss hier kurz meine Kehle befeuchten. Ja, der erste ist der Engländer. Oder einer der Engländer. Ich weiß nicht, ob noch mehrere mitfahren. Mal sehen, ob ich den noch ein bisschen einholen kann. Aber ich schätze mal, nicht mit diesem Satz Reifen. Ja, hier ist vorhin passiert, dass ich dem da reingefahren bin, aber... Ich meine, wo hätte ich denn auch noch hin sollen, ja? Ja, Fehler scheint er auch keine zu machen. Fährt da vorne sein Ding. Oh, meine Reifen. Die sehen nicht gut aus. Aber jetzt zur Box, das ist einfach zu früh. Ich muss das riskieren, nur noch eine Runde fahren. Aber nach dieser Runde muss ich definitiv rein. Dann haben wir ja auch schon fast Halbzeit. Ja, der Vordermann, der Führende, der zieht mir jetzt auch ein bisschen davon. Reifen.
Ja, ich muss jetzt hier leider ein bisschen sanfter fahren, um nicht irgendwie jetzt noch einen Unfall zu bauen. Das ist die. Boah! Dachte schon, der fährt mir rein. Aber der ist da irgendwie abgeflogen. Hat sich schwer vertan beim Anbremsen, der Drittplatzierte. So, ab zur Box. Boah, jetzt wird es echt Zeit. Die Reifen sind sowas von im roten Bereich. Oh no! Kein Crash in der Boxeneinfahrt. So, wir nehmen die mittleren. Tanken müssen wir nicht. Aha, kommen noch andere zur Box. Ich meine, insgeheim gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Shit! Schnell wieder zurück. Das war jetzt natürlich nicht sehr vorteilhaft. Ich glaube, der Kollege vor mir, das ist der, dem ich vorhin reingefahren bin. Sollte man wissen, ob der auch bei der Box war oder nicht. Der Mann an der Spitze war definitiv noch nicht an der Box. Sonst wäre mein Rückstand nicht so groß. Der Mann klopft auch schon an. Sollen wir bloß nicht reinfahren? Shit. Jetzt kommt der Führende zur Box. Kollege aus England. Gibt es einen Führungswechsel durch Italiener, der jetzt führt. So, jetzt bin ich wieder Vierter. Oder an vierter Stelle, sagen wir so. In der sechsten Runde. Ich habe auch gerade schwer gerutscht. Überhol doch normal. War jetzt völlig unnötig. Die Strecke ist hier so breit. Relativ human mit den Strafen hier. Ich habe noch keinen Fahrer gesehen, der eine Strafe hat oder bekommen hat. So, meine Lieblingskurve. Ui, auch etwas gerutscht. Also der führende Engländer ist jetzt wieder auf dem zweiten Platz, habe ich gerade gesehen.
Also nur ein Platz eingebüßt. Ja, das Schöne ist, ich habe hier 11 Sekunden Vorsprung zum Sechstplatzierten. Ah, und ich habe gesehen, der Engländer hat gerade die Führung wieder übernommen. Italiener ist somit wieder Zweiter. Ja, wir sind jetzt in der 7. Runde. Oh, Kollege aus Russland ist weit rausgefahren hier. Ich natürlich gerne mit dem Platz, bin jetzt wieder Vierter. Ups, am besten zu schalten. Ja, gibt im Moment nicht viel zu erzählen, außer dass ich hier versuche, den Dritten irgendwie noch einzuholen. Und auch Vierter zu bleiben im Moment. Nicht, dass der Kollege aus Russland hier mich wieder casht. Aber bloß einen kleinen Vorsprung von einer guten Sekunde. Wenn ich so den Zustand von meinen Reifen angucke, muss ich sagen, hätte glaube ich doch besser die härteste Mischung nehmen sollen. Ich hoffe, dass wir die noch halten bis zum Schluss. Es wäre ja fatal, nochmal zur Box zu müssen. Ja, Leute, ich bin so frei. Aber da ist nochmal jemand zur Box gekommen. Ich bin jetzt gerade wieder Dritter. Macht wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Aber soll mir recht sein. Da habe ich etwas Luft zum Atmen. Rutscht ja auf der mittleren Mischung schlimmer wie auf den weichen. Muss jetzt echt aufpassen. So, gute 2 Sekunden Vorsprung, das ist mal nicht so schlecht. Darf jetzt hier nur nicht zu langsam werden, sonst... Oh, wie der rutscht. Das gefällt mir gar nicht. Na los, gib Stoff. Oh ja, das ist gut. Der ist nochmal ein bisschen zurückgefallen, Leute. Ich habe jetzt hier 3,5 Sekunden Vorsprung. Bitte Entschuldigung. Heute irgendwie ein bisschen husten. Ja, Leute, letzte Runde. Ich bin auf dem 3. Platz. Auf dem Weg zu meinem ersten Podium im Nations Cup. Also in dieser Saison. Ich hoffe nur, dass die Reifen halten. Das ist im Moment mein größtes Problem, meine größte Sorge. Sind wir da durch die Kurven rutscht. Oh, weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich merke es auf jeden Fall. Die Reifen sind tot. Ich fahre ja gerade echt wie eine alte Oma.
Muss ich aber, weil ich sonst schon noch einen Abflug mache, das will ich nicht. Boah, Wahnsinn. Boah, wieder rutscht. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt klopft gleich der Hintermann noch an, verdammt. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass der ähnliche Probleme hat. Boah, wieder rutscht und der ganze Karren blockiert. Ich merke das hier richtig, wie mein Lenkrad wackelt, aber ich bin auf der Zielgeraden, Leute. Und ich glaube, ich pack's. Ha. Mal Dritter zu werden, das ist ja der Hammer. Yes! Ich hoffe nur, dass meine Cam nicht so dunkel war. Ah ne, es geht noch. Vergessen, das Licht anzumachen. Und es wird dunkel so langsam draußen. Ja, dritter Platz, Leute. Ist das nicht geil? Habe ich nicht gedacht. Also, wo ich das freie Training heute gefahren bin, dachte ich, oh mein Gott, soll ich das Rennen überhaupt fahren? Aber siehe da, habe ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. Und natürlich auch einen guten Startplatz gehabt. Wenn man hier mal sieht, die ersten fünf sind alles Porsche. Dazwischen auf der 6 ist der Lancer gelandet. Mitsubishi. Und dann wieder eine ganze Porsche Armada. Yes! Dritter Platz. Gigantisch. Sieg hätte mir natürlich noch besser geschmeckt, aber 3 ist echt gut. Also. Wenn ich dran denke, letztes Nation Cup Rennen, da bin ich glaube letzter geworden. So, wie immer ein Blick auf die Punkte, Leute. Ja, 44 Punkte. Es ist ja wie immer so, dass hier nur die vier Besten dann glaube ich zählen, oder wie ist denn das? Das ist ganz komisch neuerdings im Nations Cup. Ihre zwei Besten von 7 Runden werden angerechnet, ja. Und da meine besten 2 Runden eben die hier sind, bringen mir die 44 Punkte gar nichts. Also in der Gesamtwertung natürlich. Mir ist aber auch aufgefallen, je weiter die Runden fortschreiten, desto weniger Punkte gibt es, glaube ich. Also hätte man hier gewonnen, bei dem Fuji-Rennen hätte man nur 50 Punkte bekommen. Hätte mir auch nichts gebracht, aber es wäre ein Sieg gewesen. Naja, hat trotzdem Spaß gemacht. Tolles Ergebnis auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht beim Zuschauen. War wahrscheinlich mit eins meiner besten Rennen, also von der Platzierung her. Und ja, könnt mir gerne einen netten Kommentar da lassen. Daumen nach oben oder meinen Kanal abonnieren. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß noch beim Zocken. Schaut in meine anderen Videos rein und ja, bis dann, Leute. Ciao!